Hallo meine Freunde und willkommen zurück zum Let's Play von Gas Station Simulator. Und wir haben eigentlich eine ziemlich gute Runde bis jetzt, denn ja, wir verdienen gerade gut Knete. Wir haben eine schöne fette Lieferung bekommen. Wir haben mittlerweile schon drei Mitarbeiter. Wir haben alles so weit ausgebaut, wie wir können. Und wir müssen nur noch die Aufgabe hier fertig machen, rechts. Also Autos betanken steht direkt unter mir. Hallo, kommen Sie mal nicht so nah. Corona ist auch ein Fremdwort für Sie, ne? Ekelhaft. So. Noch alles nachfüllen. Oh, Popcorn und Chips. Puzzlezeitung reinkloppen. So, da sind schon wieder ein paar. Was? Übrige Zeit? Verbleibende Zeit? Oh, ich muss wieder 10 Autos knacken. Angestellte. Sprechen. Bezahlung. So. Aufgabenliste, bediene die Kasse, sprechen, Aufgabenliste, Tankstelle reinigen. Okay, wir müssen wieder in 10 Minuten 10 Autos knacken. Warum auch immer wir das jetzt ständig machen müssen für den. Aber ist ja nicht so, als würden wir es nicht trotzdem sowieso tun, weil wir verdienen ja so das Geld für unsere Mitarbeiter. Jo. Wow, mein Freund. Den einen Kunden an der Werkstatt mache ich eben schnell. Und dann gehen wir. So. Weißt du was? Ricardo, geh mal bitte. Nee, die Kasse. Nein, ja, Autos reparieren. Einstellen. Noch mal so eine, die nichts an Geld nimmt. Was hier mit Kasse, die läuft, ja? Alle drei arbeiten. Alle vier, mit mir vier. Oh, Meister. Der war eigentlich hier oben. Nein, ach Kurva. Oh, der wäre eher eingestiegen. Hätte auch Reset nichts mehr gebracht. Werkstatt. Was mit dem? Macht der da jetzt was oder? Wäre, wenn man so ein Handy hätte, dass man den jetzt nach Hause schicken könnte. Also Pause machen schicken. Immer. Ey. Nichts passiert, mein Freund, nichts passiert. Los, eben Pickup. Da kann man eh nichts motzen. So. Verdienen jetzt hier nur das Geld für unsere Angestellten. Und dann gehen wir mal einen Rundumschlag machen. Können wir hier noch ein paar Kippen reinkloppen. Was jetzt? Wo wir so gut aufgestellt sind, ne? Da kommen nicht die komischen Affen. Wir brauchen neue Hüte. Die ganze Cowboy-Hüte sind weg. Bitte?
Brauchen wir noch was? Komm, ich bestelle noch mal ein paar Kippen dazu. Kann ja nie genug haben. Oh ja. Was mit Autoteile? Sind jetzt hier ein paar Sachen billiger? Nee. Dann. Oh. Ja, so viel für die Reinigung, die Scheiße hier, ne? Wo ist die Reinigung? Die ausruhen. Wieso ist die nicht ausruhen? Das ist jetzt mal wieder ein bisschen, verstehe ich nicht. Angestellte, sprechen. Kannst du bitte die Tankstelle reinigen? Und du? Ja. Mal eben Kraftstoff. Wir müssen noch zwei Autos ausrauben. Eben da drüben nehme ich da an. Ja, nicht anstreichen, ausrauben. Mal Kraftstoff auch schon wieder bestellen. Oh, meisterlich, bin ich super. Die Bezahlung von meinen Kunden, von meinen Leuten, da ist fast zwei, drei Stunden Löhne immer drin fast. So ein Pimmelschloss, ehrlich. Ist halt anstrengend. Jo. Aber was ist in der Werkstatt da jetzt? Der steht da noch drauf, oder was? Tatsächlich, hätte ich einfach oben gelassen. Das ist ein Affe, oder? So, die alte reinigt, die andere ist an der Kasse. Im Lagerhaus muss ich. Ein Spiegel und ein Reifen. Haben wir eigentlich noch Reifen? Ich hab gerade welche bestellt, oder? Ja. Spiegel haben wir keine mehr, aber hallo. Welcher ist das? Der hier? Immer gerne. Oh, der war, eigentlich war der drin. Eigentlich war der drin, Leute. Ja. Sieht erstmal gut aus. So. Die Kasse wird bedient, die Bude wird gereinigt, auch wenn die eigentlich recht dreckig ist. Oh, nee. Ja, damit. Der kleine Pisser. Hau ab. Lass dich hier nicht mehr blicken, du Witzkind, du. Great job. Aber wir haben keinen Sprit mehr gleich. Den Sprit nachbestellen. Kraftstoff ist niedrig, ja, habe ich gesehen. Lieferung. Kraftstoff. Oh, jetzt ist billig.
Irgendwie kommt die mit dem Putzen nicht hinterher, ne? Habe ich das Gefühl. Irgendwie kommt die mit dem Putzen nicht hinterher, die Olle. Ja, that'll do, mein Freund. Da kommen wir am Fettkraftstoff komplett nachgetankt. Und haben immer noch mehr als genug Geld. Oh je. Jetzt müssen wir reinigen helfen. Und wir müssen schnell die Sachen noch ins Lager räumen. Ins Regal. Wir haben noch Alkohol. Warte, warte, warte. Schnell auffüllen. Erstmal Hüte. Reinkommen. Oh nein, das sind die ersten. Leute, wir haben Brillen, wir haben Partyhüte, wir haben alles für euch. Wir haben auch Kippen. Wir haben auch Zeitungen, wir haben Erfrischungsgetränke. Hier, Zeitung. Ich gehe fegen. Ah, guck mal, die schnittert schon den Müll zusammen. Oder was macht die da? Macht die einen DJ am Müll oder was? Guck, dass die Scheiße jetzt ordentlich bleibt, Baby. Das ist bare Münze. Bare Münze, sag ich dir. Den kann man nicht ausrauben. So. Also schon wieder neue dazugekommen. Ja, das sehe ich doch. Kommt schon wieder mit dem Reinigen nicht hinterher, glaube ich. Geht das? Ach du Scheiße. Helf mal ein bisschen mit hier. Zwischen den Füßen mal durchschrubbern. Wichtigster Müll. Wichtigster Müll, genau. Da achtet sie drauf, finde ich super. So, das machen wir hier in Gemeinschaftsarbeit. Ne, da muss der Chef auch mal mit anpacken. Wohl oder übel. Oh mein Gott. Nee, ich gerade nachgefüllt. Ricardo? Habe ich dich bezahlt? Nee. Kannst du mal bitte schnell die Kasse machen? Können wir die Alte aber auch schon bezahlen, ne? Ja, ich würd ja was machen, aber ich kann nicht. Ich muss auf Angestellten warten. Geht aber gleich los hier. Alter, habt ihr alle Hüte aufgekauft? Kann ja euer Ernst sein. Alter. WTF? Wir haben ja die ganze Bude leer gekauft. Oh, der ist daneben. So, ich mach den hier eben. Alter, jetzt geht's aber ab hier, ne? Was hast du? Boah, Alter. Richtig Schrott, die Karre, hä?
Space to the place, London. I wanna hear everybody in the house say ho. Kratzerentferner hier für beide Türen. Huch. Und auf der anderen Seite auch. Oh, du kommst sogar hier aufräumen. Du bist ja geil drauf. Die kriegt auf jeden Fall eine Belohnung. Der Reifen auch noch im Arsch, mein Gott. Du besuchst aber gleich arm, oder? Das ist bestimmt gleich 300, 400. Wird dir pro Reifen schon 200 abknüpfen. Was ist noch im Arsch? Boah, die Batterie auch noch, Alter, lol. Man muss die Batterie immer gut schütteln, wenn man sie rausholt. Ne, könnte ja noch was drin sein. Alter, 585 Euro. Immer noch da? Mein Gott. Schnell hier mithelfen. Wir lassen unsere Mitarbeiter nicht im Regen stehen, ne? Der Kraftstoff kommt. 500 wieder. Voll, ey. Soll eigentlich nochmal bestellen, bevor vor der Tag rum ist. Ach, herrlich. So. Gehalt unserer Mitarbeiter erstmal wieder hier rausholen. Ey. Willst du mich verarschen? Ich hab's gespürt, es war fast abgebrochen. Hey! Kann nicht geöffnet werden? Warum nicht? Da scheine ich schon dran gewesen zu sein. Ich würde sagen, die Aufgabe ist hier gleich fertig, ne? Hä? So. So viel kann das nicht mehr sein. Das Schwierigste wird die Werkstatt sein. Moin Mecker! Ach komm, ey. Gleich noch nachtanken, bevor der Tag rum ist, auf jeden Fall. Nicht vergessen, mit dem Kurs. 1,75. Pretty much what I ask for. Pretty much what I ask for. Pretty much what I ask for. Irgendwo hier wird das sein, Baby. Komm. Um 23 Uhr würde ich sagen, bestellen wir nochmal nach. So, die ruht sich aus. Die ist voll aufgeladen. Boah, wir müssen echt nachbestellen, ne? Hallo.
Warte, dann gehe ich jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwas noch auflegen kann, damit was leer wird. Jo, keine Produkte mehr. Keine Produkte mehr. Jo. Ja gut. Ja gut. Lieferung. Produkte. Erfrischungsgetränke. Und Mr. Burton zweimal hier. Die haben wir jetzt schon ewig nicht mehr gehabt. Die bestellen wir jetzt aber auch einfach mal. Alkohol. Ja. Scream. Bocetta. Autopflege. Sehr gut. Sehr gut. So, dann kommen wir wieder Hüte. Ey, wir können eigentlich nochmal einen zweiten Hutständer bestellen, weil Hüte gehen irgendwie immer weg. Hab ich das Gefühl. Putzfrau kriegt erstmal noch eine Prämie dazu. Einfach, weil ich ein geiler Chef bin. So, jetzt schnell hier den noch schnell betanken und dann bestellen wir nochmal Sprit nach für den Kurs. Wow, super! Ja, das sieht man. Voll teurer wird. Autos reparieren ist leider nichts in der Werkstatt, was man machen könnte. Leider. Aber ich glaube, ich muss jetzt gleich mal die Kasse machen. Deswegen, Ricardo macht jetzt mal Pause. Legt eine Pause ein. Wir haben immer noch 1600. Läuft. Wir haben richtig viel nachbestellt, ne? Autos knacken macht echt Sinn in dem Spiel. That'll do. Jo. Ciao, Frankie Boy. Erstmal einen Schluck Wasser für den Papa. Quanta cinta panta bene. So. 5 Minuten an der Kasse. Eben die Bude aufräumen hier. Jo, der ist wieder super gelandet. Die Putzfrau können wir schon wieder rufen. Eigentlich, die kann kommen. Maria sprechen. Aufgabenliste. Tankstelle reinigen. So, und ich muss jetzt ein bisschen Trinkgeld mal verdienen. Denn wir müssen noch 65 Trinkgeld machen. Also eigentlich 63, aber ja. Ich wollte es mal zu einer platten Zahl machen. Wie ist das bei euch? Für mich ist 65 glatter, wie jetzt, wenn ich gesagt hätte 63. Ist das für euch nachvollziehbar? Habt ihr das auch so? Boah, ich habe einfach 15 Artikel gekauft. Wochenendeinkauf hier. Jo, moin. Ach so.
Jo. Und schnell hier alles auffüllen, soweit ich kann. Komme. You're amazing. You're a lifesaver. You're amazing. So, weiter geht's. Ich bin total entspannt gerade. Ich glaube, ich rede auch nicht mehr so viel gerade. Nein. War fast knapp. Bin wirklich entspannt. Ein bisschen laggy ist es wieder. Ein bisschen laggy. Merkst du gerade mal am Kassenband, merkst du das sehr dolle. Awesome. Oh nee. Kennt ihr, ich hasse Leute, die ihre Flaschen so auf den Tisch stellen. So. Aufs Laufband. Da, man weiß doch schon, dass wenn da bremst, dass die Scheiße umkippt. Aber nein, die müssen ihre Flaschen alle hochkant hinstellen und dann sind sie geschockt, wenn die Flaschen umfallen. Boah, wie ich so Leute hasse, ne? Have a nice day. Mann, oh. Soll ich Nackenklatscher geben von hinten? Jo. Kommen wir unserem Trinkgeld auch näher. Autos an Werkstatt, da müssen wir gleich mal eben jemand in die Werkstatt schicken. Das war wieder knapp. You're amazing. Ricardo, geh mal bitte in die Werkstatt. Wenn ich hier fertig bin, ne? Nein! Ich kann schon wieder neu bedienen. Neu bestellen alles. That's it? Ja, heul rum, weil du was umsonst bekommen hast. Arr, Captain. Was darf sein? Ah, Bier mit rum, war klar. Wann geht der nächste Kran aus, mein Freund? Mir wird das auch nicht passieren, wenn er nicht so lecken würde, die Scheiße gerade. Aber ich muss das Spiel einfach neu starten. Dann nimmt auch kein Ende hier gerade, ne? Hallo! Hat noch keiner einen Hut gekauft, ne? Immer pack ich die Hüte drauf, dann sind die direkt weg. Jetzt pack ich da Hüte drauf, bleiben die nicht. Kurios, vielleicht klauen meine Mitarbeiter die. Sollte mal mehr beobachten hier. Oder vielleicht verteilen die gratis zu jedem Einkauf. Ja, ganz vorsichtig reinschieben. Was ist das mit meinem Trinkgeld? So, ich komme. Kein Problem. Sehr gut, ne? Ich auch. Nice. Muss ich Trinkgeld geben, ihr Pömmelwacken? Jo, zwei Kunden machen eine Kasse hier. Geputzt, er repariert. Da ist doch gar keiner mehr zum Reparieren. Ich finde, die sollten nur bezahlt werden für das, was die auch arbeiten. Hallo. Verpiss dich. So. Oh, Schnappes, ja. Wo soll ich heute Abend hinkommen? Ich trinke einen mit. Wow, super. Ja, super.
reinigen hier. Was ist das denn? Ach, der Aluhut. Läuft. Ich wollte sagen, was verkaufen wir denn hier komische? Ach, du kaufst alle Hüte auf, ja? Okay. Ich hätte ja noch mal auch einen Hut mitgebracht. Finde ich super. Für Opa den Aluhut, ne? Natürlich. So. Ach, jetzt ist wieder jemand an der Werkstatt, natürlich. Ricardo, Werkstatt, hopp. Werkstatt. Den einen Auftrag haben wir jetzt gleich schon fertig, weil wir haben gleich die 250 geschafft. 250 Leute bedienen. Noch den hier? Alter, da kommen ja immer mehr. Ich habe gar kein Ende mehr. Immer gerne. So, siehst du, den haben wir fertig. Es fehlt noch 50 Mal, also 49 Mal Trinkgeld. Aber es geht eigentlich schnell, ne? Aber guck mal, wie viele Sachen die jetzt aufgekauft haben. Ich muss alles gleich nachbestellen. Ist ja gleich nichts mehr da. Wir haben schon 2700 Geld. Ne? Good job. So. Angestellte. Sprechen. Zahlen. Haben wir schon. Aufgabe. Kasse. Hopp. Ich muss Sachen klauen. Ich kümmere mich mal eben um ihr Schloss hier. Wir müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen Knete für die Angestellten verdienen hier, ne? Alter, solche Rate für den. Moment, ja, eine. Hä? Wie kann der denn genau dazwischen sein, aber nicht treffen? So, dann wollen wir mal. Perfekt. Ja, jetzt läuft. Ich finde, da sollte es auch Skillpunkte für geben. Nicht wegfahren jetzt, Baby. Komm, ich hab's doch gleich. Ach, fuck, ey. Hä? Das ist schon wieder so eine unlogische Scheiße hier. Guck, ganz unten passiert nichts. So. Kraftstoff haben wir gleich auch fertig. Sind nur noch 16 Stück. Ricardo wieder mal in Pause schicken hier. Der Ficker verdient schon wieder Geld, ohne was zu tun. Immer neue Ware. Ich pack alles rein. Was wir jetzt noch so haben. Güte haben wir keine mehr. So. Okay. Haben wir nichts mehr. Was mit den Chunky aus? Wo ist die alte? Ach, die rutscht aus. Okay. Hä? Soll ich Müllabfuhr wieder anrufen? 3200 Leute. 3200 Bieten, ne? So, hier, du. Erstmal alle bezahlen hier. Dann können wir Sachen nachbestellen. Nichts billiger geworden, das ist aber frech. Dann Produkte. Haben wir hier was Neues?
Nee, leider nicht. Snacks. Ein paar Bodies. Kann man mal bestellen. Bodies. Prinzipiell haben wir echt gute Sachen noch, ne? Ich bin total erstaunt eigentlich, muss ich gestehen. Drei Stück an Kraftstoff, die müssen wir jetzt schnell machen. Einer an Werkstatt, also müssen wir unsere Angestellten jetzt mal eben wieder beordern. That'll do. Angestellte, sprechen, Werkstatt. Maria, Aufgabe. Kasse ist noch nicht voll hier noch. Da gehen noch zwei Leute rein, mindestens. Mindestens. So. Dann wollen wir mal. Also wir haben gleich richtig schön Knete, Leute. Ey. Vielleicht kriege ich den jetzt hin. Schade. Das ist aber auch eine Scheiße hier. Geh da auf. Was ist da drin? Gold? Karre will nicht aufgehen, ne? Die Karre will nicht aufgehen. Mein Gott, ne, was eine Arbeit. Hallo. Erstmal rumgedreht. Was wir jetzt für Sachen hier haben, Alter. Legemälde. Trakina. Die Pflanzen finde ich geil. Die komischen Fotos hier, die kannst du alle wegkloppen. Oh, goldene Radfelgen. Kuhschädel. Eine blaue Rakete. So, ich komme ja schon. Oh, Kunden an Kasse 8. Jetzt aber flott hier. Angestellte. Hüpp. Aufgabe in die Kasse, aber flotte, Alter, da stehen schon 1000 Leute. Guck mal, das meine ich, ne? Jetzt machen wir Knete, haben es ein bisschen entspannter. Wir haben jetzt nicht mehr so einen Stress, dass wir überall hin und her rennen müssen. Und wir können massenweise Autos knacken, eigentlich. Und nur fürs Auto knacken können wir die Mitarbeiter bezahlen. Das ist entspannt. Entspannter Job. Würde ich behaupten. So. Kunde an Werkstatt. Ich hoffe, der tut auch was. Ja, der arbeitet. Kraftstoff, 2 Stück. Das machen wir eben schnell. Moin. Oh, sie sehen aber aus, als hätten wir da hinten ein Problemchen. Man könnte sich auch entscheiden, eigentlich nur die Meisterdinger zu knacken. Weil da kriegst du hinten die meiste Knete für. Achso, ich wollte noch gucken, was Sprit wert ist. Oh, ja. Komm ran, Meister. Kein Problem. Das schnelle hier, komm. Good job. Bitte. Ricardo. Angestellte. Sprechen. Zahlen. Ups.
Ups, Pause. I owe you one. Police. So, Alter, jetzt haben wir schon wieder keine Hüte mehr. Und Kippen haben wir nicht bestellt. Dann bestellen wir jetzt einfach noch direkt Kippen und Hüte nach. Was kostet die Welt? So, Kippen. Schwupp. So, zweimal die. Was haben wir denn für Hüte? Einen Cowboy-Hut. Den Cowboy-Hut. Wikinger-Helm. Noch ein Wikinger-Helm und zwei Teflon-Hüte natürlich. So, Dankeschön. Ich kümmere mich mal um den Müll hier. Für meine Freundin. Also, nicht feste Freundin, ne, aber. So. Was hier? Haben wir dich in Pause geschickt? Haben wir. Sehr gut. Dann können wir mal eben schnell gucken, ob man hier jetzt noch was billiger kriegt. Heute. Ich weiß nicht, ob ich schon geguckt habe. Aber ich gucke lieber doppelt und dreifach nach. Wie haben wir denn noch? Das dürfte eigentlich reichen. Ich würde immer gern alles so auf Maximum auffüllen, ne? Aber dann ist das ganze Geld wieder weg. Aber dann brauchst du auch erstmal lange nichts kaufen, ne? Wohl oder übel. Nice. Dann brauchst du auch echt lange erstmal nichts kaufen. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Oh, Malda. Ey. Komm mal. Wolltest du mich trollen oder was? Manchmal juckt es im Gemächt, meine Damen. Darf man mal kratzen. Na, krieg ich den jetzt auf hier? Ne. Mach mal neu. Komm. Ich kann nur noch einen Millimeter rein. Dann an. Also. So, die zwei machen wir hier noch. Drei sein. Einfach in keine Richtung, na klar. Ah, oh, Meister noch. Ach guck mal, jetzt fällt ihm ein, dass ich Schlösser knacken muss. Jetzt fällt ihm das ein, dass ich 10 Minuten Zeit habe, Schlösser zu knacken. Bin aber gerade schon dabei seit 20 Minuten hier. Durchfegen, Ricardo in die Werkstatt schicken,
fun. Oh, darf ich gleich wieder mit dem scheiß Bagger rumfahren? Ey. Ich hab irgendwie gar nicht drauf. Ey. So. Angestellte. Sprechen. Habe ich dich bezahlt? Ja. Aufgabenliste. Auto reparieren. Sprechen. Bezahlen. Bums. 13 Dollar, ne? Ist ja traurig. Ich will gar nicht gucken gehen. Ich will gar nicht gucken. Was eine Scheiße, was eine Scheiße. So was stresst mich. Das könntest du mit denen machen, ne? Wenn die das selber könnten, ne? Die rumfahren und die Scheiße wegmachen. Das wäre toll. Noch 7 Minuten für Autos knacken. Werden wir jetzt wohl machen müssen. Komm, verpiss dich, ich muss mich beeilen. Wir sind schon bei 4600. LOL. Ja, richtig rich. Und ich bestelle die ganze Zeit Sachen nach. Und? Hey, nix. Ja, auch nicht? Schön, wunderschön. Dann können wir ja mal eben hier... Soll ich mal eben dein Heck... bearbeiten. Das sonst zu anderen Frauen dachte ich immer Schläge von meiner Freundin. Thanks. Ich muss Sprit nachbestellen. Lass mal schnell jetzt gucken, bevor das gleich teurer ist. Was kostet das gerade? Oh ja. Mach voll. Aha, ich hab's noch zum billigen Preis gekauft. Huch. Hier kann man nichts klauen. Ja, wieder Meister. Warte mal. Ey. Leute, der war unten. Das ist eine unfaire Kacke, ehrlich. Wie lange soll ich denn jetzt für den hier Autos knacken? Der geht mir ein bisschen auf den Sack, der alte Penner. Wir könnten also eigentlich die Tankstelle ein bisschen erweitern, ne? Aber könnten wir auch eigentlich lassen. Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber wo bleibt er? Oh, da ist er doch schon. Ach komm, in der Zeit. Was war mit deinem Kopf los? In der Zeit schaffen wir noch ein Auto zu knacken. Noch 4 Minuten für 5 Autos. Habe ich dich schon geknackt? Nee. Kann ich nicht mehr. Danke. So. Da haben wir nochmal 3 potenzielle Kunden hier.
Und? Fährt die jetzt weg? Ah, lol. Man kriegt auch grundsätzlich von allem immer so zwei, ne? Ey, der war unten, ey. Du brauchst gerade nichts zu reparieren, ne? Dann, Freundchen, hier. Bezahlung. Nein. Ja, jetzt möchte ich um 23 Cent bezahlen. Das ist wohl Arschpur. Ja. Also wir sind mittlerweile bei 5000 Piepen. Und wir haben voll überzogen. Ihr habt nichts bedacht. Das ist absolut eine Frechheit von euch. Das geht so nicht. Nein, nein. Also, wir machen direkt hier jetzt 5 Finger hier zu. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren und im nächsten Video wieder einschalten. 5 Finger, Freunde. Und ich freue mich auf euch. Deswegen jetzt abschalten, ne? Tschö mit Ö, meine Freunde. Tschüss.